Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in einen 12-Tage-Adventskalender. Und zwar hat L'Oreal nicht nur den 24-Tage-Adventskalender rausgebracht, sondern auch den für 12 Tage. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Mit 49,95 ist das Schätzelein aber auch gar nicht mal so günstig, wenn man bedenkt, dass wir halt nur 12 Produkte hier drin haben werden. Müssen wir mal gucken, wie das auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her so passt. Und zeitgleich mit meinem Video geht auch das von der wundervollen Nicole vom Kanal Chiquitas Place online. Also für eine zweite Meinung schaut gerne mal bei ihr vorbei. Und ich bin mal gespannt. Also letztes Jahr haben die das ja auch gemacht, dass die zwei rausgebracht haben. Da hat sich das nicht unbedingt gelohnt, sich beide zu holen, ne? Das ist dann halt wirklich entweder oder. Und bei so einem 12-Tage-Adventskalender machst du den im Prinzip von Weihnachten bis zum Dreikönigstag halt auf, ne? Also das ist quasi so der Gedanke dahinter. Und ja, also so schaut er aus, ne? Ja, wir haben hier auch so Boxen drin. Aber Leute, ich werde den vor mich hinlegen, weil das ist halt, wie ich das von L'Oreal kenne, leider relativ, es fällt halt in sich zusammen, ne? Das macht nicht so viel Freude. Ist halt auch irgendwie blöd zusammengeklebt, sehe ich hier an der Seite. Das ist halt auch irgendwie alles nicht so wirklich hält. Also ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ich stelle die Produkte in den Hintergrund, dann seht ihr das auch entsprechend. Und ich würde sagen, wir starten mit der Nummer 1, ne? So wie ich das immer ganz gerne mache. Und da haben wir, ich glaube generell im Adventskalender hier auch Full-Size-Größen drin, also Full-Sizes. Da haben wir einmal die Volume Million Lashes Mascara in Extra Black. Das ist einmal diese hier. Die ist auch wundervoll. Die hat so ein ganz voluminöses Bürstchen. Die trennt auch schön die Wimpern und gibt einen sehr, sehr schönen Effekt. Das ist ein tolles Produkt hier für den Adventskalender und als Start. Aber halt auch wirklich kein neues Produkt. Das hat man schon öfters mal gesehen und ich glaube sogar auch letztes Jahr in dem 12-Tage-Adventskalender. Dann machen wir mal weiter mit der Nummer 2. Ja, wie gesagt, also es lohnt sich nicht unbedingt, sich beide zu holen, denn manche Sachen doppeln sich. Zum Beispiel hier auch dieses Shampoo, ne? Das ist wundervoll. Ich liebe es. Ich finde es großartig. Ich habe es immer in Backup da. 90 ml haben wir hier von drin enthalten, ne? Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, wir müssen es unbedingt in diesem Adventskalender sehen. Da hätte ich hier tatsächlich am liebsten ausschließlich dekorative Kosmetik drin gehabt. Man darf ja noch träumen ab und an mal im Leben, würde ich mal so sagen, ne? Gut, auch bei diesem Adventskalender ist selbstverständlich mit dabei die Nummer 3. Die ist hier nochmal eingepackt, das heißt, wir werden hier ein Puderprodukt drin bekommen. Oh, der hat schon ein bisschen gelitten, trotz Umverpackung. Uiuiuiuiuiui. Ja gut, also der ist jetzt hier nicht gebrochen oder so. Es ist ein Satin-Finished Lidschatten, Mono-Lidschatten in der Farbe 32 Commander. Das ist wirklich ein ganz dunkles, schönes Braun, was so ein Satin-Finish hat, wie der Name ja schon sagt, ne? Aber wir sehen hier hinten, der hat ein bisschen gelitten. Oder die Freunde, die mit ihm zusammen in irgendeinem riesigen Umkarton waren, man weiß es nicht. Hier haben wir die Nummer 4. Hier befindet sich ein Stift drin. Das ist aber, glaube ich, auch eine Originalgröße. Der Color Riche Le Lip Liner in der Farbe 124, s'il vous plaît. Ja, also ich kann euch jetzt schon sagen, holt euch nicht beide. Das macht keinen Sinn, ne? Also, dass man jetzt sagt, Mensch, ich möchte einen vom 1. bis zum 24. Dezember öffnen und dann danach den hier, macht das nicht. Dann habt ihr Fehlerdopplung. Naja, es ist ein schöner Lip Liner, der sehr, sehr dunkel ist und einer zum Anspitzen. Den müsste ich sogar selber da haben. Ich finde den schön und die von L'Oreal sind auch echt schön haltbar. Auch die Nummer 5 ist sehr leicht. Da wird sich sicherlich auch ein Stift drin befinden. Hier haben wir ein Kohl-Kajal drin enthalten von Le Kohl Naturel by Paradise. Das dürfte auch eine Full-Size sein. In der Farbe Midnight Black 101. Also so ein ganz klassischer schwarzer Kajal. Ja, kann man definitiv machen. Wobei ich halt eher so ein Fan bin, ne, von flüssigen Eyelinern oder sowas. Aber du kannst nicht alles haben im Leben, Claudi. Das geht nicht. Am 6. zum 6. zur Nummer 6 sind wir quasi bei der Halbzeit angekommen. Und hier haben wir ein Tübchen drin. Und das ist ein Primer. Das ist der 24-Stunden-Pore-Minimizer mit 1% AHA, LHA und BHA-Komplex. Das ist eine Originalgröße mit 30 Millilitern. Ich bin bei sowas immer ein bisschen vorsichtig, denn normalerweise verwendet man doch einen Primer morgens. Also bevor man halt so sein Make-up morgens macht, ne? Aber ich glaube, dieser Primer ist eher dafür gedacht, wenn du dir ein Abend-Make-up machst, weil AHA und BHA und LHA würde ich persönlich tatsächlich nicht morgens verwenden, sondern nur abends, weil das die Haut halt sehr lichtempfindlich macht. Und auch im Winter ist die Haut lichtempfindlich. Also ist Licht da. Aber an und für sich ein schönes Produkt. Ich freue mich immer, wenn wir halt so Primer in Adventskalendern drin haben, aber das finde ich halt von den Inhaltsstoffen ein bisschen schwierig.
Da die Nummer 7 ein ähnliches Format wie die Nummer 3 hat, würde ich hier auch auf einen Monolidschatten tippen. Und sie hat recht, in der Farbe 20 Queen habe ich den Satin Monolidschatten. Also ich weiß nicht, dieser Adventskalender kommt mir auch ein bisschen so vor, als hätte ich die Produkte letztes Jahr auch schon ausgepackt, oder? Nun denn, wir schauen einfach mal weiter und machen munter weiter. Die Nummer 8 darf machen, das ist Krach. Die fühlt sich etwas schwerer an. Hier haben wir eine Mascara drin. Nee, die hatten wir letztes Jahr aber nicht drin. Das ist die Telescopic Lift in Waterproof. Das ist eine richtig interessante Mascara. Also die macht jetzt bei mir nicht Wawawum. Die hat eine sehr filigrane Bürste, aber halt auch so eine Silikonbürste. Ne? Die macht bei mir vor allem halt auch Länge und Schwung in die Wimpern rein, aber halt weniger diese Fülle. Das finde ich als Kombinationsmascara sehr schön. Und es ist auch nice, dass wir hier sowohl eine normale Mascara drin haben, als auch eine wasserfeste. In der Nummer 9 dürfen wir uns sicherlich auch wieder über ein Puderprodukt, dürfen wir uns nicht drüber freuen. Das hier ist ein Pflegeprodukt und zwar eine Maske, die ich auch gerne mag. Das ist die Vitamin C Sofort Glow Serum Maske Revitalift Clinical. Das ist eine Einmalanwendung, aber Leute, die hat es in sich. Die finde ich richtig schön. Das ist cool. Die macht Spaß und die kannst du auch sogar im Sommer richtig toll verwenden, wenn du dir die so in den Kühlschrank packst. Oh, das tut richtig gut. In der Nummer 10 darf es mit was Schwerem weitergehen. Ich tippe auf den passenden Conditioner zu dem Shampoo, was wir schon haben. Und sie hat recht. 90 ml haben wir von den Dreamlength Conditioner hier mit dabei. Ja, wie gesagt, das packen die jedes Jahr mit rein, was ich persönlich auch eigentlich ganz gut finde. Ne? Aber muss das eigentlich immer so mit drin sein? Ich weiß es nicht. Nimmt eigentlich die Möglichkeit, dass man da halt auch irgendwie dekorative Kosmetik drin finden könnte. Habe ich lieber ein Shampoo und ein Conditioner als Nagellack hier drin? Ich glaube schon. Wie seht ihr das? Der 11. Dezember. Oh, hier haben wir einen Lippi drin enthalten, der auch sehr gut zu dem Lip Liner passt. In der Farbe 602 haben wir den Intense Volume Matte Lipstick Le Nude Admirable. Genau, das ist einmal dieser hier. Und so schaut die Farbe aus. Den werde ich aber auch jetzt zulassen, weil der ist hier noch verschweißt. Ne? Der wird dann in der Verlosung weitergegeben. Denn ich mag leider die Textur von diesen Lippis nicht ganz so gerne. Die sind mir ein bisschen zu trocken. Mensch, das geht ja zackig, Leute. Ich habe jetzt hier schon die Nummer 12. Und dann ist es gleich schon vorbei. Das ist halt das, was mich bei 12-Tage-Adventskalendern immer so ein bisschen traurig macht. Ne? Es ist nach der Hälfte im Prinzip schon vorbei. Nein, ich komme damit klar. Auch hier haben wir ein Lippi drin. Lippi hinter Lippi finde ich irgendwie blöd. 179 Nu Décadent. Ich glaube, den habe ich sogar. Das ist so ein relativ dunkler. So schaut es aus. Ne? Das ist halt ein Lippenstift. So schaut die Farbe aus. Ein sehr dunkles Rot. Sehr schön, ne? Ja, also diesen Adventskalender definitiv nicht in Kombination mit dem 24-Tage-Adventskalender kaufen oder verschenken, weil das ergibt teilweise einfach keinen Sinn, es sei denn, man steht auf die Produkte und isst die quasi. Aber im Großen und Ganzen kann man den natürlich verschenken. Ja, also da hat man auch einen guten Inhalt drin. Du hast sicherlich auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist aber nichts, was ich jetzt jedes Jahr aufs Neue verschenken würde, weil L'Oréal erfindet mit diesem Adventskalender nicht jedes Jahr das Rad neu. Also du hast da jetzt nicht so krasse neue Produkte drin. Also mich haut der nicht immer so von den Socken. Und dieses Jahr wirklich so gar nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Der Inhalt ist wirklich solide. Wir haben jetzt nichts Oh-mein-Gott-mäßiges, aber auch nichts Oh-mein-Gott-mäßiges. Ne? Das ist halt ein solides Produkt, aber ja, ein schönes Make-up-Set würde ich es jetzt einfach mal nennen, ihr Lieben. Ne? Genau. Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Ich finde es immer schön, dass wir hier halt auch die Originalverkaufsgrößen drin haben. Das ist halt auch wirklich immer das Argument, was ich persönlich auch immer wieder bei den L'Oréal Adventskalendern so mit nenne. Du hast hier wirklich krass große Produkte auch mit drin. Du hast hier nicht irgendwelche Probiergeschichten am Start. Ne? Wie gesagt, mich würde echt interessieren, was ihr über den Adventskalender so denkt. Und dann wäre es hier schon gewesen. Kurz und knackig. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.